Hallo, meine Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Donnerstag. Wir schauen heute mit den Karten in den 16. März 2023, welche Energien sich heute zeigen möchten. Ihr bedenkt bitte, das sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Karten können, müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen und dann schauen wir mal, was sich hier heute zeigen möchte. So, okay, das war die zweite Karte, das war die erste. Wir haben hier den Teufel, wir haben die 9 Schwerter, wir haben die 5 Kelche, die 9 Münzen und den Stern. Na, Gott sei Dank. So, und an der Unterseite zeigt sich hier der Ritter der Münzen. Okay, ihr Lieben, also. Der Tag könnte hier ein bisschen mit eher schwierigen oder dunkleren Gedanken starten. Aber das löst sich wieder auf. Gott sei Dank. Und zwar könntet ihr hier nochmal in alte Themen gebracht werden. Vielleicht ärgert ihr euch über irgendeine Situation, über irgendeine Aktion, wie ihr vielleicht gehandelt oder agiert habt oder das, was von außen auf euch zugekommen ist. Der Teufel steht immer für eher die dunklen Seiten, für Abhängigkeiten, für ja, einfach Manipulationen, für Dinge, die nicht ausgewogen gelaufen sind. Und die 9 Schwerter stehen hier, aber für eher die eigenen Gedanken. Das ist auch so ein bisschen die Karte der eigenen Manipulation, der Selbstsabotage. Und hier kann es gut möglich sein, dass man aber etwas transformiert. Ihr wart in einer Situation eher in diesen dunkleren Gedanken und fangt heute aber an, eine Situation zu wandeln. Na, vielleicht bekommt ihr auch hier Hilfe, Unterstützung durch einen Ritter der Münzen. Oder durch ein Angebot, was hier sehr stabil und sehr verlässlich vor allem ist. Irgendjemand holt euch hier aus einer falschen Denkweise, aus einem eigenen Gedankengefängnis heraus. Und irgendeine Situation, wo ihr eventuell auch enttäuscht wart, verletzt wart, wo man wirklich vielleicht auch tatsächlich nicht fair mit euch umgegangen ist, das wandelt sich heute. Wir haben hier die 9 Münzen, das ist die große Glückskarte, und hier haben wir den Stern. Es kann sich auch um finanzielle Angelegenheiten handeln, vielleicht auch mit Ämtern und Behörden, wo irgendetwas nicht ganz so gut gelaufen ist, und jetzt wandelt sich das Ganze ja, aber ihr kommt zu eurem Recht. Was mir ganz gut gefällt, ist durch die 5 Kelche. Die 5 Kelche ist ja auch die Karte von Kummer, Enttäuschung, Erwartung. Es hat alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und man wurde hier, wie gesagt, nochmal in alte Ängste und alte Themen gebracht. Jetzt transformiert man das Ganze. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Ihr wendet euren Blick. Ne? Also der Blickwinkel wird hier geändert. Ihr schaut auf die 2 noch stehenden Kelche oder die, die eben nicht zerbrochen sind. Also auch in einer Situation, in der man vielleicht das Gefühl hatte, alles verloren zu haben oder hier wirklich nicht fair behandelt zu werden, kommt heute ein Wendepunkt. Das kann jetzt in allen Bereichen sein. Das kann beruflich, privat, finanziell, wie auch immer sein. Es kommt jetzt eine Wende auf euch zu. Und wie gesagt, ein Ritter der Münzen könnte euch hier wirklich unterstützen oder behilflich sein. Das kann eine Freundin, ein Kollege, ein Angebot sein. Also man bekommt irgendwo Unterstützung. Ich lasse mal noch eine Zusatzkarte hier springen für den 16.3. Der König der Kelche. Hier kommt wieder jemand auf euch zu. Und an der Unterseite guckt mal positive Nachrichten, Siegesnachrichten, die 6 Stäbe, Jupiter und Löwe Energie. Also rechnet heute mit Wandel, mit ja, mit positiven Nachrichten, mit Sieg und Anerkennung. Und wie gesagt, eine Situation, es könnte wie gesagt möglich sein, dass ihr hier noch eher mit dunkleren Gedanken oder traurigen Gedanken in den Tag startet. Aber das wandelt sich heute definitiv wieder. Also ich glaube, so wie der Tag anfängt, hört er definitiv nicht auf. Aber wie gesagt, ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Legungen. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und an dieser Stelle, meine liebe Daniela, ich drücke dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Happy Birthday. Und ja, für den Rest auch euch wünsche ich einen super Tag. Und ja, dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.